Moin Leute! Und willkommen zurück zu einem neuen Video und heute spielen wir Flappy Birds in 3D. Scheinbar soll das der Vogel sein. Es sieht irgendwie aus wie ein UFO mit Flügeln und hier können wir so durch die Röhren. Ja, Highscore! Okay, fuck, ich glaube, das war eine blöde Idee. Ich glaube, dieses Spiel macht einen immer noch so aggressiv, dass man es eigentlich nicht spielen sollte. Ich finde die Optik echt nice. Also es sieht ganz cool aus, diese kantige 3D-Optik. Ja, dann lasst uns mal gewinnen. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie weit ich kommen werde. Jetzt nicht mogeln und vorspulen. Aber was glaubt ihr, wie wird der Rekord am Ende des Videos sein? Das würde mich selbst mal gerne interessieren, weil ich glaube, ich werde nicht über 2 rauskommen. Nein, was tue ich denn? Hä? Alles professionell gemacht, irgendein Grab. Was kann das mal funktionieren? Oh ja. Nein! Ja, Mann, Goldmedaille. Weil für 5 Punkte gibt es dann schon Gold. Oh nein, nein. Ach, sieht nicht ganz geil aus eigentlich. Wisst ihr, was nicht so geil ist? Ich. Scheinbar bin ich kacke in diesem Spiel. Sollte ich vielleicht ein bisschen höher fliegen, weil diese Röhre da anfängt? Nein, warum denn? Alt hergebracht und dumm wie immer. So kennt man mich. 5. Das ist schon gar nicht mal so gut als Highscore. Okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Nein! Fuck, das wäre der 6. gewesen. Ja, jetzt weiß ich, warum ich das wieder gelöscht habe von meinem Handy. Dann lasst... Wow, das... Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch! Um den weisen Wolfgang Amadeus Mozart an dieser Stelle zu zitieren. Leck mich doch im Arsch. Das passt an dieser Stelle eigentlich ganz gut. Ich baue ja gerne mal so ein paar lustige Zitate in meine Videos ein. Du willst mich ficken? Oh! Loser! Ja, haben wir den Bildungsauftrag auch wieder erfüllt. Den habe ich jetzt in jedem Video drin. So, nein. Ich weiß gar nicht, was mein Rekord so mal bei Flappy Birds war. Ich war gar nicht so scheiße. Aber manche haben ja tausende von Punkten gehabt in diesem Spiel. Und ihr ganzes Leben auf dem Klo verschwendet, weil sie nicht aufhören konnten, das zu spielen. Oh, fliegt doch nicht dagegen. Ja. Falls ich vor diesem Video keinen Blutdruck hatte, jetzt habe ich ihn. Immer diese Leere, nachdem man verloren hat. Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Das ist die Resignation der Niederlage, die irgendwann in Wut kippt. Das ist eine Frage der Zeit. Hä? Ich war doch gar nicht dran. Ist auch gar nicht so einfach mit der... Perspektive. Nur ein Erfolgserlebnis. Ich werde, glaube ich, mal den Entwickler anschreiben und sagen, dass sie das ein bisschen leichter machen sollen. Weil ich bin ja YouTuber und ich muss ja irgendwas Cooles zeigen können und nicht nur, wie ich mich aufrege. Aber vielleicht bin ich einfach nur zu dumm für dieses Spiel. Und dann kann er das ein bisschen leichter machen. Dann könnt ihr auch sehen, dass ich gut in diesem Spiel... 6! Ja! Dass ich gut in diesem Spiel bin und könnt sagen so, ey, der ist krass. Und dann kann ich in den Titel schreiben, OMG Weltrekord bei Flappy Bird. Und dann kriege ich 10 Millionen Klicks. Da haben wir doch alle was von. Da muss ich nicht meinem Vater sagen, dass ich schwul bin. Matan, um Klicks zu bekommen, dann geht das auch so. Den Map Matan, das haben wir jetzt auch jedes Mal drin. Ja. So, 6. Darauf können wir... Nein, wir können darauf nicht aufbauen. Aber 6 ist immerhin schon besser als 5. Oh, gut, Timon, du bist sehr klug. Nein! Oh! Hat der Vogel im echten Spiel nicht Augen? Vielleicht erklärt das, warum er irgendwo immer gegenfliegt, weil er nichts sieht. Vielleicht hat er auch kein Gehirn einfach. Wobei, das sind Reflexe, die sollten eigentlich automatisch funktionieren. Also eine Fliege, die ist jetzt auch nicht so klug. Obwohl, die fliegt auch immer gegen die Scheibe, stimmt. Scheinbar bin ich auch nicht so klug. Möchte weinen. Ich möchte jetzt schon weinen. Okay. Wow, das war ziemlich knapp. Ich habe es im Gefühl, nein, ich habe es doch nicht im Gefühl, dass wir gewinnen. Schade. Es sollte mal mehr Spiele mit dieser Grafik geben. Mir gefällt die eigentlich echt ziemlich gut. Kann ich mal... 1, was ist das denn? Wäre ganz cool, wenn wir... 1, ja. Wenn wir über 1 hinauskommen würden. 2, ja. Hör mal, muss ich ein bisschen steigern. Wenn es so weitergeht, 1 Monat und wir sind bei 10. Nein. 4. Oh, nein. 0. Genau wie du. Denn du bist eine 0. Ich habe dieses Spiel so gehasst. Ich dachte, es ist besser, aber nein, es ist nicht besser. Das gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? Es wurde ja rausgenommen aus dem App Store. Ich kann verstehen, warum. Lass mal gewinnen. Wäre ganz geil. Wie? Wie? Es ist gar nicht möglich, so weit runterzukommen. Danke, Spiel. Nein! Oh! Ab 5 gibt es übrigens eine Medaille. Geil. Oh, und ich wollte gerade sagen, ich habe den Bogen, glaube ich, raus. Okay, nein. So nicht. So nicht. 6. Das ist doch traurig. Also 6 ist echt ein bisschen traurig. Da, hey, ich würde schon gerne mal zweistellig werden. 1. Das sind nicht 2 Stellen. 2. Ja, das sind 2, aber nicht 2 Stellen. Also 6 wäre echt richtig traurig. Diese Perspektive. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen testen lassen. Vielleicht kann ich sowas einfach nicht wahrnehmen, weil ich ein bisschen dumm bin. Kann ja sein. Man gibt ja so Menschen. Nein, 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 nein. Oh. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 8, ich bin ein Gott. Das, ich glaube, das ist ein neuer Weltrekord. Ohne Witz, Leute. Das ist ein Weltrekord! Ja, hallo? Guinness Buch der Rekorde. Ja, genau, mein Weltrekord, genau. Ja, Urkunde können Sie bringen. Klar. Kommen Sie vorbei. Das war ein Scherz, hat gar keiner angerufen. Damn, it feels good to be a gangster.
Aber 8 ist... Boah! Ja, aber 10 wäre zum Beispiel noch schöner, so. Nein! Man sieht es immer. Man sieht es, dass man verkacken wird. Das ist das Traurige. Oh mein Gott. Ja! 10! Ja, 10 Silbermedaille, weil 5 gibt's ja schon Gold. Oder ist das Platin? Oder Diamant? 10 ist wenigstens schon akzeptabel. Wir waren ja gerade ziemlich scheiße, das geht ja jetzt. Wir haben ein bisschen trainiert. Oh. Nein, wieder 10. Vor allem, wir schaffen es so die ganze Zeit nicht, über 5 zu kommen. Das ist mir ein Rätsel. Ach komm schon, gewinn doch mal bitte. Da gibt ja gar kein Ende bei diesem Spiel. Andere kommen jetzt auch wieder. Ich hab 5000 geschafft. Ja, glaube ich nicht. Nur weil ihr kein Leben habt. Okay, ich habe auch kein Leben, weil mein Leben ist es, YouTube-Videos aufzunehmen. Aber naja, also eigentlich müsste ich ja dann auch nichts anderes machen. Ah, ja, 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 das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus heute. Ja! Oh, jetzt läuft's aber. Mir ist es plötzlich viel einfacher. 18, locker, easy! Oh, ich werde angerufen. Ja, hallo? Ah ja, wegen dem Weltrekord, genau. Ja, 18 hatte ich jetzt. Ja, Weltrekord, okay. Ja, dann kommst du vorbei. Klar, ich bin da. War nur ein Scherz, hat wieder keiner angerufen. What you say? Irgendwie werde ich nie angerufen. Wir kommen nicht über 5. 18, bam. So nämlich. Ja, das Spiel merkt, der Junge, er ist an seine Grenzen gestoßen. Er ist über sein Maximum hinausgegangen. Es kommt nicht mehr damit klar. Ist digital gar nicht fassbar. Plötzlich hauen wir ein Ergebnis nach dem anderen aus. Ja, Übung macht den Meister, ne? Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Besser spät als nie. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und weitere lustige Sprichwörter aus der Kategorie Sprichwörter. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht krasser unbedingt als 18. Wer kann einem verübeln, denn 18 ist ja schließlich Weltrekord. Gut, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit diesem Video. 18, komm. Leute, es ist der Weltrekord. Was soll ich noch machen? Dann schreibt mal in die Kommentare, ob ihr richtig geschätzt habt oder ob ich euch richtig enttäuscht habe. Oder vielleicht sogar überboten. Es kann ja sein, dass manche Leute gedacht haben, ich bin gar nicht so gut. Aber dann, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Da unten könnt ihr kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!